Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung fortfahren. Noch eingegangen und Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend qualitativer und quantitativer Ausbau der Kindertagesstätten statt Betreuungsgeld. Sie Drucksache 19-2297. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 91 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 85 aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Außerdem eingegangen, dann sie verteilt worden, ist zu Top 11 Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften, Drucksache 19-2200. Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit der Drucksache 19-2298. Und weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Betreuungsgeld, Drucksache 19-2299. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe das auch hier der Fall. Da wird dieser Dringliche Antrag Top 92 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, ebenfalls mit Top 85 aufgerufen werden. Das ist ebenfalls der Fall. Dann machen wir das so. Ich rufe auf Top 35 den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus schafft Grundlage für weitere erfolgreiche Bekämpfung des Extremismus, Drucksache 19-1869. Er wird aufgerufen mit Top 87. Dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte sind Angriffe auf unsere freie und offene Gesellschaft. Das ist die Drucksache 19-2289. Sowie Top 90, den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend jüngste Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, Drucksache 19-2294. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erster Redner hat sich Kollege Frömmlis von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir können ja an die Debatte von vorhin nahtlos anknüpfen. Die Bekämpfung von Extremismus ist eine wichtige Aufgabe, eine gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe. Ich glaube, ich hoffe, und das haben wir vorhin ja alle gezeigt, dass wir uns hier in diesem Hause in dieser Frage deutlich einig sind. Wir waren immer der Auffassung als GRÜNE, dass die Bekämpfung des Extremismus sowohl repressiv als auch präventive Maßnahmen erfordert. Wir haben aber auch immer gesagt, dass wir eine noch stärkere präventive Säule in diesem Bereich aufbauen wollen. Das haben wir auch so in unserer Koalition vereinbart. Meine Damen und Herren, jeder Euro, der in Präventionsprojekte investiert wird, rechnet sich aus Sicht meiner Fraktion gleich mehrfach. Die Investition in Prävention hält junge Menschen möglicherweise davon ab, sich extremistischen Gruppen anzuschließen. Erfolgreiche Prävention entlastet möglicherweise Polizei, Justiz und Verfassungsschutz. Erfolgreiche Präventionsmaßnahmen, erfolgreiche Deeskalations- und Deradikalisierungsmaßnahmen verhindern extremistische Gewalttaten. Wir sehen gerade im Zusammenhang mit dem NSU-Ausschuss, aber auch mit der Beobachtung des Prozesses in München, wie viel Leid diese Rechtsterroristen über die Menschen, über Familien der Opfer gebracht haben. Es ist unbeschreiblich, mit welcher Brutalität, mit welcher Menschenverachtung und mit welchem Hass diese Taten begangen wurden. Deshalb müssen wir alles unternehmen, damit junge Menschen erst gar nicht in Kontakt mit solchen extremistischen Ideologien kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Intoleranz dürfen in unserem Land keinen Platz haben. Wir müssen diesen Ideologien so früh wie möglich entgegentreten und Extremismus frühzeitig bekämpfen. Ich sage das auch aus ganz aktuellem Anlass. Wir haben ja dazu gemeinsam CDU, SPD, die GRÜNEN und die FDP einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Asylbewerberheime angreift, wer Menschen angreift, die bei uns Schutz und Zuflucht vor Verfolgung suchen, der greift unsere Demokratie, der greift unseren Rechtsstaat an, und dagegen müssen wir uns wehren.
Bundespräsident Gauck nannte das derartige Angriffe kürzlich widerwärtig. Diese Angriffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind eine Schande für unser Land. Diese Extremisten müssen deshalb mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, bekämpft werden. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam dieses in einem Antrag auch heute hier so verabschieden. Wir müssen daran arbeiten, dass derartige Ideologien die jungen Köpfe, die jungen Menschen erst gar nicht erreicht. Deshalb ist es gut, dass wir mit dem Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus ein deutliches Zeichen für eine lebendige Demokratie, für ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft und eben gegen extremistische Umtriebe setzt. Wir haben dieses Landesprogramm im Koalitionsvertrag vereinbart. Jetzt setzen wir diese Vereinbarung um. Ich finde, dass dieses Programm ein deutliches Zeichen zur Bekämpfung von Extremismus und für eine lebendige Demokratie ist. Mit jährlich 1,05 Millionen € werden wir erhebliche Anstrengungen unternehmen, um Radikalisierung zu bekämpfen und das Abrutschen junger Menschen zu verhindern. Mit den Mitteln aus dem Bundesprogramm Demokratie lebt in der Größenordnung 1,66 Millionen Euro stehen im Land Hessen demnächst 2,7 Millionen Euro für präventive Maßnahmen zur Extremismusbekämpfung zur Verfügung. Ich würde mir wünschen, wenn wir dies in diesem Hause uneingeschränkt teilen würden bei allen Problemen, die wir wahrscheinlich im Detail haben. Aber im Grundsatz müssen wir froh sein, dass wir hier ein Landesprogramm implementieren und eine Forderung vieler aus der Vergangenheit im Hessischen Landtag umsetzen. Ich finde es sehr gut, dass wir die Anstrengungen bei der Prävention deutlich verstärken. Das Abgleiten zu verhindern und Brücken zu bauen, damit bereits radikalisierte Personen eine Rückkehr auf den Boden unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung ermöglicht werden kann. Das ist das Ziel unserer Präventionsarbeit. Wir haben vorhin schon viel über die Präventionsbereiche VPN gesprochen. Ich will mir das an dieser Stelle ersparen. Aber das Demokratiezentrum Hessen in Marburg unterstützen wir jährlich jetzt mit dem Landesprogramm in Größenordnung von 800.000 Euro. Neben der Anbindung an die Philipps-Universität Marburg besteht nun auch eine Außenstelle in Kassel. Damit wird die Arbeit und die Bedeutung des Demokratiezentrums besonders herausgestellt und gewürdigt. Wir waren, und ich glaube, wir sind uns da auch alle einig, dass Professor Benno Hafenegger und sein Team an der Philipps-Universität in Marburg sehr gute Arbeit leisten. Insbesondere gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit leistet das Demokratiezentrum einen wichtigen Beitrag. Dazu gehört hessenweite Beratung vor Ort durch mobil eingesetztes Personal bei rechtsextremistischen Vorfällen, Beratung von Kommunen bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Das Programm Rote Linie hilft zum Ausstieg von Jugendlichen, die einmal in solche extremistischen Gruppen geraten sind, damit diese Jugendlichen auch wieder, wenn sie in diese Gruppen geraten sind, auch wieder einen Weg rausfinden und damit wir das als Gesellschaft unterstützen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Hinweis, es ist ein wichtiges Programm, dass Menschen auch wieder rauskommen aus diesen Gruppen und dass wir Brücken bauen in die Gesellschaft zurück. Ich glaube, wir sind bei allen Punkten, über die man mit Sicherheit auch streiten kann. Ich glaube, wir sind da auf einem guten, auf einem richtigen Weg. Ich will einmal zitieren, was Professor Hafenegger und die Präsidentin der Universität Marburg, Frau Kraus, zu diesem Landesprogramm gesagt haben. Zitat: Rechtsextremismus ist seit vielen Jahren ein Dauerphänomen, vor allem in der jungen Generation. Über 350 Anfragen aus Kommunen, Schulen, Verbänden und von Eltern zeigen den Bedarf der Beratung, sagt Professor Hafenegger von der Philipps-Universität. Frau Professor Krause ergänzt, dass es mit einem nunmehr fünfjährigen Förderung möglich ist, am Marburger Demokratiezentrum kontinuierlich und fachlich ausgewiesen zu beraten und präventiv zu arbeiten, um menschenfeindliche Orientierung entgegenzuwirken und einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Demokratie zu leisten. Sie sehen, dieses Programm geht in die richtige Richtung, und wir unterstützen die, die sehr viel Kompetenz in diesem Bereich haben.
Und wir haben ja auch einige Kritikpunkte aus der Vergangenheit aufgenommen. Ich will daran erinnern, es ist immer kritisiert worden hier im Landtag zu anderen Zeiten, dass es kein eigenes Landesprogramm gibt, dass wir zwar Bundesmittel nehmen, aber dass wir kein eigenes Landesgeld einsetzen. Wir setzen jetzt eigenes Landesgeld ein und haben ein eigenes Landesprogramm. Es ist kritisiert worden, dass wir nur Projektförderungen machen, also dass es keine Kontinuität in der Arbeit gibt, dass diejenigen, die in diesem Bereich wichtige Arbeit leisten, nicht wissen, ob sie in 2 Jahren auch noch dort beschäftigt werden. Das stellen wir ab. Wir schaffen Kontinuität und schaffen ab, dass es nur Projektförderung gibt. Diese Kritikpunkte wurden aufgenommen. Wir haben einen weiteren Punkt aufgegriffen, der in der Vergangenheit immer wieder gefordert wurde. Die Opferberatung. Professor Hafenegger hat das sehr oft angesprochen und Dr. Becker, dass in diesem Bereich, dass wir da noch Defizite haben. Wir haben die Opferberatung für Menschen, die rechtsextremen oder rassistischen und antisemitischen Gewalttaten ausgesetzt waren, haben wir geschaffen. Die Opferberatung verfolgt ein niederschwelliges Angebot und es ist in der Tat, es ist ein Angebot, was parteilich ist, was sich für die Opfer einsetzt und wo die Opfer Beratung bekommen. Ich glaube, das ist eine wichtige Ergänzung der Programme, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Die Betreuung der Opfer ist eine wichtige Ergänzung zur täterorientierten Präventionsarbeit und ist ein wichtiges Signal an die Betroffenen, dass sie nach Übergriffen und nach Anfeindungen eben nicht alleine gelassen werden, dass sie nicht alleine mit ihrem Leid bleiben, sondern dass wir uns als Gesellschaft um sie kümmern. Ich denke, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein sehr gutes Signal in die Richtung. Hessen ist, das will ich auch erwähnen, Hessen wird demnächst als eines der ersten Bundesländer in der Bundesrepublik überhaupt eine Holocaust-Professur an der Goethe-Universität in Frankfurt in Verbindung mit dem Fritz-Bauer-Institut einrichten. Die Idee, die hinter dieser Professur steht, ist, dass wir mehr über die Täter, den Holocaust und den Nationalsozialismus wissen müssen, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Das Land wird diese Professur mit 150.000 € im Jahr fördern. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich Wissenschaftsminister Boris Rhein und der Vorsitzenden des Stiftungsrats Jutta Ebelung und der Universität in Frankfurt, die dieses Projekt angegangen haben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen. Wir müssen uns mit der Vergangenheit beschäftigen, damit wir die Probleme der Zukunft angehen können. Ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme sofort zum Schluss, Frau Präsidentin. Diese Initiativen des Landes wären nichts ohne die engagierte Arbeit vieler zivilgesellschaftlicher Kräfte. Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Kampf gegen rechtsextremistische Gewalt und für eine offene und pluralistische Gesellschaft. Deswegen gilt unser Dank auch ganz besonders denen, die sich in diesem Bereich engagieren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Eckert von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem aktuellen Setzpunkt und den beiden Entschließungsanträgen zu den Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte in unserem Land beschäftigen wir uns gerade vor dem Hintergrund eben der vergangenen Wochen und Monate mit einem wichtigen Thema unserer Gesellschaft, dem Kampf gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Ein Anstieg von politisch motivierten, fremdenfeindlichen Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte und anderes mehr, die sollten auch den Letzten aufhorchen lassen und uns allen bewusst machen, dass hier der Einsatz der gesamten demokratischen Gesellschaft gefordert ist. Und da müssen wir uns dann auch entschieden all denjenigen im politischen Raum in den Weg stellen, den Wegbereitern, die diese Ausfälle auch ein Stück weit den inhaltlichen Hintergrund liefern. Und wenn ich mir dann die Vereinigte Parlamentarische Rechte von AfD und CSU sehe, wie sie im Moment gegen Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten hetzt in Deutschland und dann das auch noch salonfähig macht mit dem Hinweis, das wird man ja noch sagen dürfen, das ist, glaube ich, einer der Gründe, die Wegbereitung hier vollziehen für auch diese Taten, die wir zu beklagen haben. Und da brauche ich aber auch nicht nach Bayern,
nach Thüringen oder wo auch anders hinzugucken. Da kann ich mir ja auch in Hessen umschauen, wenn dann der Kollege Tippi entsprechend zum wiederholten Male auf dem rechtspopulistischen Portal Blue News deutlich macht, dass die Aushebelung rechtsstaatlicher, das heißt gerichtlicher Prüfungen von Abschiebungen in sogenannte sichere Herkunftsstaaten abgeschafft werden können. Nur so sei die angemessene Behandlung eigentlicher Flüchtlinge möglich. Meine Damen und Herren, das verbietet sich. Das ist inhaltliche Wegbereitung, auf die man sich nachher immer wieder berufen kann und sagen, wenn der das doch sagt, wir unterstützen diese Aussagen. Und vielleicht, das will ich an der Stelle auch sagen, schafft es die Union irgendwann einmal, bei solchen wichtigen Themen ihre ideologischen Kinderspiele sein zu lassen, dass wir uns alle hier im Landtag gemeinsam mit einem Antrag entschieden diesen Taten auch entgegenstellen und nicht immer diese Kindergartenspiele hier verlassen. Das wäre, glaube ich, der Sache angemessen. Meine Damen und Herren, Prävention und Aufklärung ist wichtig. Wer aber dabei nicht die Mitte der Gesellschaft anspricht, der bleibt auf halbem Wege stehen, so wie Sie das auch in dem Programm, was der eigentliche Antrag ist, in Teilen tun. Das Versagen von Behörden auf der einen Seite, aber die Aufklärung insbesondere in die Zivilgesellschaft hinein, damit aufrechte Aktive im Kampf gegen Rechts und Rechtspopulisten auch Unterstützung erfahren, ist notwendig und nötig und ein richtiger und guter Schritt. Wer aber auf der anderen Seite dann Teile der rechtsextremen und rechtsextremistischen Szene in Hessen gar nicht erst wahrhaben will, auch der greift in seinen Bemühungen zu kurz. Wenn die Landesregierung es nicht nötig findet, die identitäre Bewegung zu überwachen, der hat offenbar nicht verstanden, um welche rechtsextremen Gruppen es sich hier handelt. Deswegen werden wir als Fraktion oder haben das als Fraktion nach unserer Großen Anfrage nun erneut aufgegriffen, um dieses Thema erneut zu thematisieren, die Sicherheitsbehörden dazu sensibilisieren, um dort den entsprechenden Gesinnungswandel auch vorantreiben zu können. Ja, in dem Programm sind inhaltliche und qualitative Verbesserungen in Hessen zu verzeichnen. In wesentlichen Teilen leistet das Programm in Hessen die erforderliche Kofinanzierung vom Bundesprogramm. Deswegen muss an dieser Stelle das auch ganz deutlich sein und hier auch der Dank an den Bund und die zuständige Ministerin Manuela Schwesig gehen, die dieses Programm, die Verstetigung und vieles andere mehr mit auf den Weg gebracht hat. Vom Bund kommen vielerlei Konzepte, lokale Partnerschaften für Demokratie, Modellprojekte in den Bereichen Radikalisierungsprävention und andere mehr, die wir entsprechend adäquat mitfinanzieren. Das ist richtig, das ist notwendig und ist, wie wir finden, eine Selbstverständlichkeit im Kampf gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Auch die wichtige Verstetigung, der Kollege Frömmrich hat es angesprochen, mit der Förderung von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen weg von der einzelnen Aktionsförderung hin zu einer Verstetigung einer dauerhaften Unterstützung ist ein Erfolg der Bemühungen der Bundesebene und ein wichtiger Baustein in der Arbeit, der dauerhaften Arbeit so vieler Gruppen und Initiativen auch in unserem Land. Sich dem nicht zu verschließen und diesen Fortschritt in Hessen, in dem Falle ist es ein Fortschritt, sollte dann eine Selbstverständlichkeit für uns alle sein, denn sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag in unserer Gesellschaft. Und deswegen bin ich beim weiteren Akteur, dem es zu danken gilt, nämlich, das will ich hier für die SPD-Landtagsfraktion heute hier auch tun, das übergroße Engagement der zivilgesellschaftlichen Kräfte in unserem Land, die Arbeit von vielen ehrenamtlich Tätigen in den Kommunen, die unzähligen Neben- und Hauptamtlichen in den verschiedenen Gruppen der Zivilgesellschaft. Sie sind wesentliches Rückgrat und Träger der eigentlichen Präventionsarbeit und den Kampf gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Und auch diese haben Einfluss auf die Arbeit des Landes Hessen, auf das Handeln des Landes Hessen. So gilt zum Beispiel unser Dank auch der Initiative der Anne-Frank-Stiftung zur Beratung für Opfer und Betroffene von rechtsextremen Aktivitäten. Bisher fälschlicherweise von der Landesregierung als nicht notwendig dargestellt, hat es insoweit einen Sinneswandel gegeben, und Sie werden mit unterstützt. Sie sind kontinuierlich dabei. Das ist ein Fortschritt. Das ist positiv. Deswegen gar nicht erst zucken, sondern das sollte lobend gemeint sein, dass das endlich dieser Sinneswandel eingetreten ist und hier man das auch unterstützt. Für uns ist das und war das selbstverständlich. Das war immer eine unserer Forderungen. Und deswegen, wenn dieser Fortschritt auch in Hessen dann kommt, dann soll uns das recht sein, und dann begrüßen wir das auch. Aber, meine Damen und Herren,
All diese Initiativen der Zivilgesellschaft brauchen die finanzielle und tatsächliche Unterstützung der Landesregierung. Wenn aber die Landesregierung in der Antwort auf unsere Große Anfrage deutlich macht, dass sie die wissenschaftlichen Grundlagen vieler handelnden Akteure, auch dem des Beratungsnetzwerkes Hessen, anzweifeln und infrage stellen, nur so kann man das deuten, dann ist es ein Schlag ins Gesicht der Aktiven, und das sollte dringend, meine Damen und Herren, dann sollte das dringend diese Haltung der Regierung verändert werden, denn sie brauchen auch inhaltliche Unterstützung und Begleitung und nicht entsprechend ein Fragestellen der wissenschaftlichen Grundlagen von so vielen Aktiven, wie das in der Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage entsprechend dokumentiert ist. Das alles in einem neuen Programm zu preisen, das sei dahingestellt. So richtig neu ist das Programm entsprechend nicht. Wir bündeln viele Sachen, wir leisten die Kofinanzierung. Das ist richtig und notwendig. Das deswegen als neues Landesprogramm abzufeiern, das ist entsprechend Ihres. Das ist durchaus jetzt nicht ein Einzelstellungsmerkmal zu diesem Thema. Das erleben wir immerhin häufiger. Aber der Fortschritt in dem Bereich ist durchaus zu verzeichnen, auch wenn er hier in Trippelschritten in Hessen dann zu verzeichnen ist. Dass wir uns dann gemeinsam in den beiden Anträgen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP und dem Antrag der Linksfraktion alle entschieden gegen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte wenden, deutlich machen, dass rassistisch motivierte Gewalt in unserer Demokratie keinen Platz hat, das ist gut, das ist richtig und ich finde auch ein eindrucksvolles Zeichen nach außen. Denen unsere Unterstützung zuzusagen, die in unzähligen ehrenamtlichen Gruppen sich vorbildlicherweise um die Flüchtlinge vor Ort kümmern und uns alle, egal welcher Parteifarbe, wir uns bei Ihnen für diese großartige Arbeit im Dienst unserer Gesellschaft bedanken, ist mehr als richtig und ich hoffe Zeichen und Ansporn für weitere gute Arbeit im Sinne der betroffenen Menschen, die wir hier in Hessen willkommen heißen, wenn sie hier Schutz vor Elend, Gewalt und Krieg suchen und diesen Schutz bei uns erhalten. Das, meine Damen und Herren, ist unser Anspruch, das ist unsere Motivation. Daran werden wir auch weiterhin arbeiten, die Landesregierung kritisch begleiten in den Bemühungen gegen rechtsextreme, rechte Umtriebe in unserem Land. Deswegen da sollten wir wirklich alles auch dafür tun, dass wir gerade in diesen Zeiten aktiv da Flagge zeigen, alle gesellschaftlichen Gruppen, wir als demokratische Parteien, so wie wir hier alle im Hessischen Landtag vertreten sind. Deswegen lassen Sie uns das gemeinsam vorantreiben. Und wenn ein Fortschritt in Hessen da ist und sei ja dann auch entsprechend die Kofinanzierung wichtiger Programme, dann begrüßen wir das. Denn am Ende des Tages ist es das positive Ergebnis, was zählt. Und da können wir sicherlich auch in den nächsten Jahren, werden wir daran arbeiten, weitere Fortschritte zu erreichen. Insoweit herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bellino von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen und die Hessische Landesregierung sind aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Deshalb ist es auch richtig, dass das neue Landesprogramm zur Extremismusbekämpfung diesen Namen trägt. Die Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN setzt damit die erfolgreiche Arbeit der Vorgängerregierungen unter Führung der CDU in der Extremismusbekämpfung fort und hat diese angesichts bleibender und neu hinzukommender Bedrohungen noch einmal verstärkt, die Anstrengungen, die in diesen Programmen gebündelt sind, verstärkt. Denn, und darauf habe ich an dieser Stelle schon öfter hingewiesen, bei uns ist Platz für vieles, aber bei uns ist kein Platz für Gewalt gegen Andersdenkende, Andersgläubige oder Andersabstammende. Oder, leider muss man darauf hinweisen, auch gegen Gewalt gegen entstehende oder vorhandene Flüchtlingsunterkünfte, wie dies schon festzustellen war und wie es angekündigt war von dem einen oder anderen Ewiggestrigen. Wir haben dabei, und ich denke, darauf darf man auch hinweisen, jede Form des Extremismus im Blick. Extremismus von rechts genauso wie von links, Islamismus, Antisemitismus oder andere Formen des Extremismus. Sie haben alle in Hessen nichts verloren, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Und es ist sicher richtig, dass wir dem Treiben von Extremisten, gleich welcher Couleur, nicht tatenlos zuschauen. Freiheit und Sicherheit sind unseres Erachtens nämlich zwei Seiten derselben Medaille. Unsere freiheitliche Demokratie ist Gott sei Dank, aber auch aufgrund der entsprechenden Beschlüsse gut gerüstet. Sie besitzt die Mittel, um sich gegen ihre Feinde zu verteidigen und die Menschen in unserem Lande, egal wo sie herkommen, zu schützen, auch wenn es bedauerlicherweise nie eine absolute Sicherheit geben kann. Und damit dies aber so bleibt, damit diese Menschen hier geschützt sind, investieren wir viel Geld, auch in Hessen. Insgesamt 2,7 Millionen Euro stehen in Hessen zur Verfügung, um den Extremismus entsprechend zu bekämpfen. Und ein Großteil dieser Maßnahmen geht bewusst in die präventiven Maßnahmen. Neue und bewährte Maßnahmen sind im neu von der Landesregierung aufgelegten Programm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gebündelt. Damit schaffen wir die Grundlage für weitere erfolgreiche Bekämpfung des Extremismus. Mit über einer Million Landesmittel wird dieses Programm jährlich hinterlegt. Hinzu kommen 1,7 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Demokratie leben. Darauf wurde hingewiesen. Aber wir sind eben und zu Recht auch mit über einer Million Euro dabei. Das zeigt deutlich, dass wir uns auf dem Erreichten nicht ausruhen. Es zeigt aber auch, dass wir die Kraft haben, trotz großer Anstrengungen zur Konsolidierung des Haushalts neue Akzente zu setzen und den Extremismus zu bekämpfen. Lassen Sie mich einige konkrete Maßnahmen nennen. Ein Schwerpunkt war und ist die Bekämpfung des Rechtsextremismus, schon immer und durchaus erfolgreich. Denn wenn Sie sich die Antwort auf eine Anfrage im Bundestag bezüglich der Gewalttaten rechtsextremer Hintergrund pro 100.000 Einwohner anschauen, dann ist Hessen an drittletzter Stelle, in diesem Fall eine sehr gute Position, drittletzter. Wir haben daran, dass wir letzter werden mit 0,35. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass hier schon immer ein Betätigungsfeld gesehen wurde, den Rechtsextremismus eben einzudämmen, zu sanktionieren, wo das notwendig ist, aber auch, und darauf wurde hingewiesen, präventiv tätig zu sein. Denn, und das darf nie unterschätzt werden, die Rechtsextremisten schaden mit ihrer Fremdenfeindlichkeit, ihrem Rassismus nicht nur den unmittelbaren Opfern ihrer Taten. Sie schaden auch unserer Gesellschaft insgesamt. Gerade die schreckliche NSU-Mordserie zeigte dies sehr anschaulich im negativen Sinne. Das Beratungsnetzwerk Hessen bietet bereits seit dem Jahr 2007 professionelle, kostenlose Hilfe an. Beratungsangebote, die auch wahrgenommen werden, denn es sind mittlerweile 369 Beratungsfälle, die gezählt wurden. Das Beratungsnetzwerk ist auch Partner der Kommunen, gerade in der jetzigen Zeit mit Sicherheit von großer Bedeutung. Denn die, wie wir alle wissen, massiv steigenden Zuwanderungszahlen stellen die Kommunen und das Land gemeinsam vor große Herausforderungen. Wir haben bereits gestern darüber gesprochen, was dies beispielsweise bei der Unterbringung bedeutet. Das ist eben auch einer der Schwerpunkte der Extremismusbekämpfung. Denn, und das ist das Bedauerliche, mit dieser steigenden Zuwanderung werden auch Rechtsextreme auf den Plan gerufen. Sie wollen die Herausforderungen, von denen wir gemeinsam stehen, für ihre menschenverachtende Hetze missbrauchen. Das geht gar nicht. Daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir auch einen weiteren Antrag eingebracht, mit dem wir ein unmissverständliches Zeichen setzen wollen. Wir wollen und dürfen nichts herbeireden. Wir haben in Hessen Gott sei Dank eine andere Stimmung, als dies vereinzelt aus anderen Bundesländern gemeldet wird. Deshalb wollen und müssen wir auch alles tun, damit wir nicht solche Bilder in Hessen sehen müssen, wie wir sie von anderswo transportiert bekamen oder wie wir sie in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch in Erinnerung haben. Übergriffe und Gewalt dürfen keine Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Das wirkungsvoll zu verhindern, heißt auch, die berechtigten Sorgen der Menschen ernst nehmen und die Weichen dafür zu stellen, dass wir denjenigen helfen, die unsere Hilfe wirklich bedürfen, nämlich die, die aufgrund politischer Verfolgung zu uns flüchten, die bei uns zu Recht Asyl suchen. Gibt es diese Asylgründe aber nicht, müssen wir genauso entschieden die Rückführung in die Heimat derer einleiten, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen wollen. Trotz unserer Anstrengungen für Flüchtlinge wissen wir, dass Extremisten bereit sind, Menschen gegeneinander aufzuwiegeln.
Bei dem gestern eingereichten oder heute Morgen eingereichten Antrag der LINKEN werden wir uns, das sei an dieser Stelle gesagt, werden wir nicht teilnehmen, da wir einen eigenen Antrag haben und dieser Antrag bereits das Wesentliche dazu sagt. Das bereits angesprochene Beratungsnetzwerk, meine Damen und Herren, bietet auch den Kommunen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung Unterstützung an, gerade dann, wenn es im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu Konflikten mit Rechtsextremen kommen kann. Darauf hatte ich bereits hingewiesen. Bereits seit dem vergangenen Jahr können sich die Kommunen aus diesen leider aktuellen Gründen bezüglich der Neuaufnahme von Flüchtlingen beraten lassen. Das Demokratiezentrum Hessen an der Universität Marburg steuert, dokumentiert und koordiniert die Beratungen des Netzwerkes und, wie wir meinen, erfolgreich. Deshalb stehen auch zu Recht 800.000 € jährlich über das Demokratiezentrum zur Verfügung, je zur Hilfe, zur Hälfte aus Mitteln des neuen Landesprogramms und des Bundes gespeist. Das ermöglicht eine substanzielle und spürbare Arbeit gegen Rechtsextremismus. Hinzu kommt die Arbeit im Bereich des Kompetenzzentrums Rechtsextremismus, auch COREX genannt, im Landesamt für Verfassungsschutz über die Arbeit des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums gegen Extremismus angesiedelt. Mit dem Landesprogramm ICARUS, dem Informations- und Kompetenzzentrum Ausstiegshilfen, gibt es auch für diejenigen ein Angebot, für denen die Prävention zu spät kam, die dort nichts genutzt hat. Die sollten wir aber immer wieder versuchen, aus dem rechtsextremistischen Umfeld heraus zu lösen. Deshalb wird auch ICARUS weiter unterstützt. Weiterer Baustein ist das Programm Rote Linie – Hilfen zum Ausstieg vor dem Einstieg. Da ist wichtig, dass eben die Menschen möglichst abgehalten werden, erst einmal abzurutschen, auch wenn sie vielleicht persönliche Probleme haben. Und es ist wichtig, dass nicht nur die Täter, sondern auch die Opfer ernst genommen werden. Deshalb gibt es in Hessen nun auch eine Beratung, die sich speziell für Opfer rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt kümmert. Sie sehen also an diesen wenigen Beispielen, dass wir hier das Extremismusfeld nach wie vor ernst nehmen müssen, damit Extremismus in Hessen eben keine Zukunft hat. Und das ist eben richtig so, dass dies weiterhin ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der Innenpolitik bleibt. Denn die schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten haben dazu geführt, dass der Rechtsextremismus in Deutschland zu Recht unter besonderer Beobachtung steht. Das ist unsere geschichtliche Verantwortung. Aber wir können auch aus der Geschichte lernen, wohin es führt, wenn Linksextremisten das Sagen haben. Das lehrt die Gewaltgeschichte des Kommunismus, die Geschichte der menschenverachteten SRD-Regime im früheren Teil Deutschlands. Damen und Herren, wir werden dieses Thema nach wie vor auf der Agenda haben. Das gehört sich so, das ist notwendig, genauso wie das Extremismusfeld Salafismus, welches wir heute Morgen ja ausführlich besprochen haben. Mit dem neuen Landesprogramm und unseren Sicherheitsbehörden sind wir im Kampf gegen Extremismus gut gerüstet. Sie können sich also darauf verlassen, hier im Landtag, aber auch in ganz Hessen, dass wir uns auch zukünftig für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen können, für Freiheit und Sicherheit und auch die Sicherheit jedes Bürgers, jedes Einwohners, der in Hessen lebt. Wir nutzen auch die Gelegenheit, uns abschließend bei denen zu bedanken, die auch außerhalb der Politik dafür gerade stehen. Verfassungsschutz, Polizeibeamtinnen und Polizisten, aber auch die Zivilbevölkerung, die in vielen Bereichen sich hier ehrenamtlich engagiert und einen wertvollen Dienst leistet. Herzlichen Dank. Danke, Herr Bellino. Bevor wir in der Aussprache fortfahren, begrüße ich auf der Besuchertribüne das ehemalige Mitglied unseres Hauses, Herrn Winfried Rippert. Seien Sie herzlich willkommen. Wir fahren in der Debatte fort, und ich teile Herrn Schaus von der Fraktion DIE LINKE das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Leider, leider haben es die GRÜNEN nicht vermocht, der CDU ihre Neigung zu Jubelanträgen abzugewöhnen. Und zu den Jubelanträgen gehören dann auch die entsprechenden Jubelreden meines Vorredners Bellino. Und leider muss das Parlament deshalb
der Regierung ständig untertänigst mitteilen, dass sie ja so super ist. Denn wie schon zu CDU-FDP-Zeiten erreicht uns der alljährliche Jubelantrag zum Thema »Die Regierung tut nur das Beste und Richtigste zum Schutz vor Extremisten, also zum Schutz vor richtig bösen Menschen.« Und am Ende einer einstündigen Debatte stimmt die CDU-geführte Landtagsmehrheit dann dafür, dass die CDU-geführte Landesregierung alles richtig macht und uns damit alle vor dem Untergang bewahrt. Oder ähnlich. Da kann ich nur sagen, danke, CDU. Als langjähriger gequälter Teilnehmer dieser sogenannten Debatten muss ich aber nun kurz ein ungewohntes Lob loswerden für die GRÜNEN. Dass es endlich ein eigenes Landesprogramm gegen Neonazismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt, ist tatsächlich ein großer Fortschritt. Ja. Wir haben das gemeinsam mit SPD und GRÜNEN in der Opposition ja jahrelang gefordert, Herr Wagner. Und zu CDU-FDP-Zeiten hatte das keinerlei Chance, obwohl Straf- und Gewalttaten durch Neonazis die mit Abstand gefährlichste Bedrohung darstellen. Beim Rest, aber da hört es auch schon auf, Herr Wagner, beim Rest der hier endlos aufgeschriebenen Programme und Leistungen der Landesregierung sehe ich aber wenig Grund zum Jubeln. Das liegt zum einen daran, dass hier ständig Summen, die in Wirklichkeit nicht getrennt voneinander existieren, getrennt aufgezählt werden. Zwischendurch wird auch mitgeteilt, dass das Gros ja eh Mittel aus dem Bundeshaushalt sind und weniger aus dem Landeshaushalt. So als gäbe es also Millionensummen für Präventionsarbeit, die die Hessische Landesregierung mobilisiert. Das ist aber nicht der Fall. Es ist leider immer noch viel zu wenig angesichts der Herausforderungen, die sich uns stellen. Ich weiß, man kann nicht jedem, der in den Krieg des IS marschieren will oder von dort zurückkehrt, einen Sozialarbeiter, einen Seelsorger und einen Polizisten zur Seite stellen. Aber im Ernst sollten wir darüber nachdenken, ob 3 oder 4 Sozialarbeiter für die gesamte islamistische Szene Hessens wirklich ausreichend sind. De facto reden wir hier von mehreren hundert hochproblematischen Fällen. Und angesichts dessen, dass hier jahrelang viel zu viel oder beziehungsweise viel zu wenig gemacht wurde, könnte ich mir durchaus auch mehr an Engagement und Mitteln und Unterstützung vorstellen. Ich will einen weiteren sehr wichtigen Punkt ansprechen, der leider im Antrag nicht auftaucht, nämlich die Situation in den Gefängnissen und die dortige Betreuung. Wir wissen, dass in Gefängnissen auch Radikalisierungen stattfinden. Wir wissen das aus Frankreich, aber auch bei uns. Wir wissen es auch aus der Anhörung zum Salafismus. Da gehen Leute als Kleinkriminelle rein und kommen zuweilen als radikalisierte Fanatiker wieder raus. In der Anhörung zum Thema Salafismus ist das auch deutlich geworden. Es gibt nahezu gar kein Geld für islamische Gefangenenseelsorge. Das ist nicht nur eine Benachteiligung dieser Religion, es ist aber auch brandgefährlich. Und ich finde, angesichts der Situation muss hier unter dem Gesichtspunkt Prävention unbedingt etwas passieren. Das wäre sehr wichtig. Meine Damen und Herren, alle 30 Sekunden passiert in Deutschland eine Straftat durch Nazis, 1 bis 2 Gewalttaten pro Tag. Gerade im Moment nehmen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte massiv zu. Und deshalb ist es ungemein wichtig, die Präventionsarbeit endlich auf eigene Füße zu stellen und vor allen Dingen langfristig anzulegen. Wir haben leider wieder einmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Ausgrenzung unserer Fraktion selbst bei Anträgen wie dem von 4 Fraktionen heute vorgelegten zur Verurteilung der sich häufenden widerwärtigen Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und wo es keine unterschiedlichen Positionen zwischen uns gibt, vorgenommen wurde. Wir bedauern es sehr, dass diese Ausgrenzungspolitik unserer Fraktion selbst vor solchen Themen, wo es doch uns allen wichtig sein sollte, gemeinsam und geschlossen als Parlament aufzutreten, nicht Halt macht.
Da auch uns dieses Thema sehr wichtig ist, haben wir heute auch einen eigenen Antrag kurzfristig eingebracht. Wir werden selbstverständlich dem gemeinsamen Antrag zustimmen und hoffen, dass auch die übrigen Fraktionen über ihren bzw. den Schatten der CDU springen und unserem Antrag ebenfalls zustimmen. Ein solches Thema eignet sich nämlich nicht für parteipolitische Spielchen, und deshalb sollten wir es auch unterlassen. Letzter Punkt, meine Damen und Herren. Die beste Prävention ist Anerkennung und soziale Integration. Aber davon sind wir oft, auch aus politisch-populistischen Gründen, viel zu weit entfernt. Und meine Kollegin Schott hat es ja heute Vormittag in der Diskussion auch schon deutlich gemacht, dass sozusagen diese Präventionsarbeit und dieser Präventionsbegriff auch viel weiter geht und die Gesellschaft umfasst. Wenn insbesondere junge Menschen nicht das Gefühl haben, dazuzugehören, wenn sie häufig Ausgrenzungserfahrungen machen, egal ob rassistische oder soziale Ausgrenzung, wenn sie für sich keine Zukunft sehen und dem Gefühl vom Abstieg und Versagen ausgesetzt werden, dann kann dies ein Nährboden für Gewalt und Kriminalität sein. Lassen Sie uns dafür Sorge tragen, politisch wie persönlich, dass unsere Gesellschaft eine Gesellschaft der Chancen für jeden ist, der Chancen ergreifen möchte. Lassen Sie uns Ausgrenzung entgegentreten und insbesondere allen jungen Menschen das Gefühl geben, dass das auch ihr Land ist, dass sie es gestalten können und auch müssen. Und lassen Sie mich zuletzt noch eine Anmerkung machen als entschiedener Gegner von Nazis, ihren Aufmärschen und der alltäglichen Gewalt durch sie. Den Absatz 7 Ihres vorliegenden Antrags finde ich, ich sage es mal vornehm, zumindest unglücklich formuliert, weil es das Versammlungsrecht von Neonazis, wie ich finde, als unantastbar erscheinen lässt. Und das sage, und da sage ich eher während den Anfängen. Ich jedenfalls gehöre zu denen, die Nazi-Propaganda nicht als Teil der freien Meinungsäußerung begreifen. Ich bin immer wieder entsetzt, was diese braunen Horden ungestraft veranstalten dürfen, ohne dass es strafrechtliche Konsequenzen hat. Da wird kaum verhohlen zu Hass, Gewalt, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit aufgerufen. Und es sind dieselben Leute, die im Dunkeln dann ihren Hass und ihre Gewalt ausleben. Deshalb gehöre ich auch zu denen, die sagen, Nazi-Aufmärsche friedlich blockieren und so Nazi-Propaganda verhindern, ist keine Straftat. Deren Umzüge mit einer großen Zahl von Gegendemonstranten zu verhindern, sehe ich als historische Pflichtaufgabe an. Es sollte uns alle Verpflichtung sein, für jeden, der Flüchtlinge, Migranten, Homosexuelle, Gewerkschafter, Linke und auch christlich-bürgerliche vor Gewalt schützen möchte. Deshalb, Faschismus ist eben keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Danke, Herr Schaus. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Hahn das Wort. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin ein bisschen betroffen über die letzten anderthalb Minuten, die wir gerade hier im frei gewählten Plenum des Hessischen Landtages uns anhören mussten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was eben gerade der Kollege Schaus gesagt hat, das nennt man Gesinnungsstrafrecht. Und ich bin froh darüber, dass wir in einem demokratischen Staat leben, in dem es kein Gesinnungsstrafrecht gibt, Herr Kollege Schaus. Und ich halte es für unerhört, dass gerade Sie als Vertreter der Nachfolgepartei, die Gesinnungsstrafrecht über 40 Jahre in der DDR gemacht hat, sich wagen, so etwas bei einer Debatte hier zu sagen. Es gibt nur noch wenige Dinge, die mich emotional so aufregen. Aber dass jemand,
der verteidigt ein System, und auch von dem teilweise, wie Kollege van Ooyen gelebt hat, das Gesinnungsstrafrecht organisiert hat, ich sage nur Bautzen und ich sage noch andere Einrichtungen der DDR, dass er sich hierher stellt und für Deutschland, für die Bundesrepublik Deutschland wieder Gesinnungsstrafrecht haben will, meine sehr verehrten Damen und Herren, da habe ich nur ein Pfui übrig, nicht mehr als nur ein Pfui übrig. Wie können Sie eigentlich es wagen, bei einer so wichtigen Debatte, die wir heute vor der Mittagspause geführt haben und die wir jetzt nach der Mittagspause führen, wo wir uns darüber unterhalten, wie wir uns gegen Extremismus einsetzen, wo wir uns darüber unterhalten, wie wir uns für Demokratie einsetzen, wie wir uns für Rechtsstaat einsetzen, auf einmal mit irgendwelchen Täfelchen herumkommen, wo Sie Ihre politischen Überzeugungen, die vollkommen daneben sind, als Wertmaßstab dieser Republik einbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir uns davon nicht irritieren. Es war, glaube ich, vorhin der Innenminister, der genauso anfing und fragte, ist es überhaupt klug, darüber zu reden? Ja, Herr Innenminister, es ist eigentlich nicht klug, darüber zu reden. Aber wenn einem so eines vorgetragen wird in einem frei gewählten Parlament, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann muss man, glaube ich, auch einmal richtig dagegen Stellung nehmen. Das will ich hiermit auch intensiv und ich glaube für alle anderen Fraktionen in diesem Hause getan haben. Vielen herzlichen Dank. Ja, es gibt ein neues Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Ja, dieses Programm ist am 26. Januar dieses Jahres vorgelegt worden. Und ja, an diesem Tag hat die FDP-Fraktion eingeladen zu einer Anhörung, zu einer Expertenanhörung zum Thema Extremismus. Dass das alles nur Zufälle sind, will ich hiermit einfach einmal positiv unterstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und der Kollege Bellino in seiner unnachahmlichen Offenheit hat es ja eben gerade auch bestätigt. Aber nichtsdestotrotz ist es klug, dass es dieses Programm gibt. Ist es klug, dass es eine Weiterentwicklung der schwarz-grünen Regierung über Tätigkeiten gibt, die, ja, lieber Herr Kollege Bellino, unter Führung der CDU, aber in einer schwarz-gelben, das Wort ist Ihnen irgendwie nicht über den Mund gefallen, eben gerade FDP scheint mir bei Ihnen gerade zu Pickeln im Mund zu führen, deshalb nehmen Sie es nicht so wirklich in den Mund. Ich will es einfach noch einmal sagen, das haben wir gemeinsam getan. Und wir haben gemeinsam auch gewusst, und darüber möchte ich jetzt sprechen, weil die Inhalte des Papiers sind gut, die Umsetzung ist hoffentlich auch gut, da muss noch eines getan werden, die Bündelung ist besonders wichtig, dass wir auch immer wieder an unseren jeweiligen Orten den Mann und die Frau stehen. Ich möchte Sie daran erinnern, als wir im hessischen Justizvollzug vor knapp 3 Jahren herausgefunden haben, dass sich möglicherweise beginnend in der JVA Hünfeld ein rechtsradikales Netzwerk bildet, und dieses öffentlich gemacht haben und dieses. Herr Schaus, tun Sie mir einen Gefallen. Wenn Ihre Erinnerung so schlecht ist, dann sollten Sie vielleicht noch nicht einmal mehr nachlesen, weil es hilft ja nicht weiter. Wenn das Langzeitgedächtnis bei Ihnen so kaputt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist es aber wirklich. Wir haben es zu keinem Zeitpunkt geleugnet, sondern wir haben es ausgearbeitet. Können Sie Ihrem Parteifreund, Herr Präsident, bitte mal ein bisschen. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben es öffentlich gemacht. Und ich kann mich daran erinnern, und das ist die Botschaft, dass dann der ein oder andere Justizministerkollege aus dem ein oder anderen Land ein bisschen herüberkam und sagte, muss das denn sein? Wollt ihr das denn wirklich jetzt auch öffentlich diskutieren? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es bewusst im Rechtsausschuss des Hessischen Landtages dann vorgetragen. Ich habe bewusst gemacht, dass man dagegen auch öffentlich Stellung nehmen muss, wenn so etwas passiert. Bekenntnis ist wichtig und nicht dann das Wegtauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das gilt für alle Extremismuspunkte. Das scheint in dieser Landesregierung, aber auch in der jetzigen, überhaupt keine Frage mehr zu sein. Ein bisschen traurig darüber bin ich. Es ist von irgendeinem der beiden Regierungs, ich glaube, es war von Herrn Bellino angesprochen worden, dass die Professur in Frankfurt erst jetzt eingerichtet wird. Ja, es ist vollkommen richtig, dass diese Professur eingerichtet wird. Es ist vollkommen richtig, dass wir entsprechende Forschungen, und zwar viel weitgehender als das bisher an der Uni Frankfurt, aber auch im Jüdischen Museum und bei anderen Einrichtungen wie dem Fritz-Bauer-Institut gemacht werden konnte, durchgeführt wird. Ich finde es nur schade, dass wir es zu spät eingerichtet haben
und die jedenfalls europaweit anerkannte Koryphäe Prof. Groß den Weg nach Sachsen vorher angetreten ist und nicht jetzt in Hessen an der Goethe-Universität lehren und darüber hinaus auch noch das Jüdische Museum führen könnte. Da ist eine Chance vertan worden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein dritter Punkt. Voller Sorge. Und ich weiß, das geht nicht nur mir hier im Hause, sondern anderen Kollegen auch. Haben wir in der vergangenen Woche zur Kenntnis genommen, dass es einen Wechsel in der Verantwortung der hessischen DITIB gegeben hat. Ich sage das an dieser Stelle sehr bewusst. Ja, der bekenntnisorientierte Religionsunterricht des Islam konnte aufgrund der Gutachtenlage nur deshalb in Hessen eingerichtet werden, weil wir einen Partner, weil die damalige Landesregierung einen Partner gefunden hat in der DITIB, die auf dem Boden des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bereit ist, diesen bekenntnisorientierten Unterricht auch zu organisieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich vorher schon gelesen habe, mit welchen Vorwürfen sich Herr Vorrat Kurt, der damalige Vorsitzende, auseinandersetzen muss, und wenn ich dann noch zur Kenntnis nehmen muss, dass ganz offensichtlich die Bundeszentrale der DITIB diesen Wechsel in der Führung Hessens vorgenommen hat, so widerspricht das eklatant den Ausführungen der Rechtsgutachten, die die Hessische Landesregierung damals eingeholt hat und die Grundlage ja auch, ich glaube, sogar für den einstimmigen Beschluss dieses Hauses gewesen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das macht mir Sorge. Und das will ich hier an dieser Stelle auch problematisieren. Lassen Sie mich deshalb zum Abschluss sagen, der gemeinsame Antrag ist dringend notwendig. Wenn er noch gemeinsamer wäre, wäre er noch besser. Wir sollten nicht einen Wettlauf eintreten in Alt und Neu, sollten keinen Wettlauf eintreten in das habe ich gemacht, das hast du gemacht. Wir sollten nicht denjenigen, das haben wir ja vorhin hier im Parlament sogar gemerkt, die ein vitales Interesse daran haben, dass es Demokratie und Rechtsstaat nicht in allen Formen gibt, die Chance geben, uns auseinander zu dividieren. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, die FDP-Fraktion wird dem Antrag der Regierungsfraktionen zustimmen, aber ein bisschen mehr Hinweis darauf, dass es tatsächlich eine intensive Kontinuität in der Arbeit ist und dass vielleicht vor 3 Jahren auch manches noch nicht so reif war, es umzusetzen, wie es jetzt reif ist, wäre ganz schön gewesen, hätte die Gemeinsamkeit noch deutlicher gemacht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Hahn. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach der Debatte, und da meine ich ausdrücklich nicht meinen Vorredner, muss man schon sagen, wenn ich die Kollegen von SPD und LINKEN gehört habe, schade, dass die Suche nach den Gemeinsamkeiten, die wir eben in der Salafismusdebatte betrieben haben, die Mittagspause nicht überlebt hat. Das ist außerordentlich bedauerlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Hessen ist kein Raum für Extremismus, meine Damen und Herren. Wir verteidigen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, meine Damen und Herren, die Werte unserer Verfassung, Herr Kollege Schaus, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht gehört mit dazu, egal was für idiotische Forderungen, wenn sie nicht strafrechtlich relevant sind, egal was für idiotische Forderungen dort aufgerufen sind. Es ist empörend, was Sie hier gerade eben vorgetragen haben. Herr Kollege Hahn hat das als Gesinnungsstrafrecht genannt. Sie haben hier eben in der Debatte den Boden der Verfassung verlassen, meine Damen und Herren. Für einige in diesem Hause ist das allerdings nicht neu. Wir verteidigen die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit den Ordnungs- und Sicherheitsbehörden konsequent. Und dazu gehören natürlich auch die Angriffe auf Asylbewerberwohnheime, die Angriffe, das sagt der Antrag der demokratischen Fraktionen eindeutig, Angriffe auf die gesamte Gesellschaft, auf den Kern unseres demokratischen Gemeinwesens sind, meine Damen und Herren, das werden wir in Zukunft und das haben wir in der Vergangenheit nicht akzeptiert und werden es nicht akzeptieren, meine Damen und Herren.
Wir treten fremdenfeindlichen und rassistischen Ideologien entschlossen entgegen. Deswegen nehmen wir insbesondere auch die Frage der Prävention besonders ernst. Genau deswegen. Das Präventionsnetzwerk zum Salafismus haben wir in der Debatte vor der Mittagspause hinreichend miteinander erörtert. Deswegen will ich mich in meinem Beitrag auf die Frage des Beratungsnetzwerkes Hessen besonders konzentrieren. Meine Damen und Herren, wir haben dort das Beratungsnetzwerk Hessen als Ansprechpartner für Kommunen, für Schulen, für Vereine, für Betroffene und deren Eltern seit 2007 in diesem Lande verankert. Dort wird eine erfolgreiche Arbeit geleistet. Die Geschäftsstelle an der Philipps-Universität in Marburg, der Prof. Hafenegger ist schon erwähnt worden, der Dr. Becker, der sich dort mit seinem Team der dort eine herausragende Arbeit leistet. Das haben wir nun als Demokratiezentrum Hessen sozusagen förmlich ausgebaut, um Prävention, um die phänomenübergreifenden Angebote der Prävention und der Demokratieförderung an einem Ort auch ein Stück weit zu konzentrieren. Und dafür stellen wir hinreichende Mittel zur Verfügung. Das ist eine gute Entwicklung, die wir in diesem Jahr genommen haben. Und ich finde, wenn das gut ist, dann dürfen wir auch stolz darauf sein und dürfen es auch hier im Plenarsaal des Hessischen Landtags diskutieren. Und, meine Damen und Herren, sichtbarer Beratungserfolg sind hessenweit 370 Fälle. Wir haben 11 Kommunen, die z.B. bei der Frage Flüchtlinge, Neuaufnahme von Flüchtlingen beraten worden sind, die unsere Angebote oder die Angebote des Beratungsnetzwerks in Anspruch genommen haben. Tolle Projekte, die Prof. Hafenegger in der Vergangenheit gemacht hat. Ich nehme mal nur ein Beispiel heraus, das Thema Jugendfeuerwehren. Da ist nicht mit ideologischem Schaum vor dem Mund sozusagen gearbeitet worden, sondern praxisorientiert, praxisnah, problemorientiert ist dort mit der Jugendfeuerwehr überlegt worden, wie können wir dem Phänomen, wenn es denn irgendwo auftritt, wie können wir dort eine entsprechende Antwort geben. Ich finde, dass wir darauf ein Stück weit stolz sein können, dass wir ein solches Beratungsnetzwerk insgesamt haben. Meine Damen und Herren, ich hatte Gelegenheit, beim Präventionstag 2015 in Frankfurt mit dabei zu sein und dort bei der Ausstellungseröffnung rechts außen mittendrin mitwirken zu dürfen. Dort hat unser Beratungsnetzwerk eine Ausstellung mit 21 Roll-ups erstellt, wo eben das Ziel Aufklärung über Rechtsextremismus eben in eine praxisnahe Ausstellung umgesetzt wurde, wo Schulen, Familien, Vereine, Kommune sich eine mobile Ausstellung sozusagen holen können, um mit dem Phänomen, da wo es auftritt, sozusagen dann auch umgehen zu können, eine entsprechende Beratung zu machen. Ich finde, dass das sind handfeste Projekte, mit denen wir Präventionsarbeit erfolgreich leisten in diesem Lande. Und auch hier finde ich, diese erfolgreichen Projekte lohnen sich, hier im Plenarsaal des Hessischen Landtages ein Stück weit mit darzustellen und auch zu diskutieren. Was ist Rechtsextremismus? Organisation und Erscheinungsform, Erlebniswelt, Rechtsextremismus, was tun gegen Rechtsextremismus? Das sind Punkte, die z.B. in dieser Ausstellung besonders attraktiv für Lehrer und Schüler dargestellt werden und wo sich Schulen, Kommunen und freie Träger eben der Beratung auch entsprechend bedienen können. Meine Damen und Herren, unser Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus hat für die nächsten 5 Jahre einen Umfang von 13,5 Millionen €. Wir leisten eigenes Geld und werden dort die Mittel, die uns vom Bund zur Verfügung gestellt werden, dort mit zusammenführen. Ich finde, dass wir uns da wirklich sehr gut mit sehen lassen können, weil am Ende wollen wir, das ist unser Ziel, auch mit diesem Programm Freiheit und Demokratie in unserem Lande stärken. Meine Damen und Herren, neben der Ausstellung wollte ich auf ein anderes Angebot hinweisen, weil das von einer gewissen Relevanz sein kann oder sein könnte in der aktuellen Diskussion
über die Frage der Neuaufnahme von Flüchtlingen. Wir haben die Situation, dass wir, das haben wir hier miteinander diskutiert, jeden Tag viele Menschen in unserem Land aufnehmen und diese nicht nur in der Erstaufnahmeeinrichtung, sondern von der Erstaufnahmeeinrichtung dann auch in die Kommunen verteilt werden. Und dort gibt es Sorgen und Nöte, der sich die kommunalen Parlamentarier, die Bürgermeister, die Verwaltungen stellen und die dafür ein Beratungsangebot brauchen, um vorzubeugen, um sicherzugehen, dass es gar nicht erst zu entsprechenden Sorgen innerhalb der Bevölkerung kommt. Deswegen haben wir den Kommunen ein entsprechendes Beratungsangebot aufgelegt, wo sich Kommunen Hilfe holen können über unser Beratungsnetzwerk Rechtsextremismus, um Beratungen zu empfangen bei der Frage, wie gehen wir mit der Problematik Aufnahme von Flüchtlingen in unserer Gemeinde, in unserer Stadt um. Ich finde, auch das ist ein praxisnahes Angebot. Da geht es darum, dass wir denen, die Sorge haben, mit einem Problem umzugehen, was in diesen Phänomenbereich vielleicht hineinstrahlen könnte, wie können wir denen ein gutes, wie gesagt, praxisnahes Beratungsangebot machen, damit eben es gar nicht zu diesen Auswüchsen, die wir gemeinsam in dem Antrag beklagen, erst kommt. Auch hier glaube ich, dass wir mit unserem Präventionsprogramm einen guten Weg beschreiten. Auch das, glaube ich, ist am Ende unstreitig. Meine Damen und Herren, der Landtag tritt allen fremdenfeindlichen und rassistischen Ideologien entschlossen entgegen. So heißt es im zweiten Punkt des Antrags. Dem, finde ich, sollten wir mit der Zustimmung zu dem Antrag nunmehr Geltung verschaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Staatsminister Beuth. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, wir kommen zur Abstimmung über die drei uns vorliegenden Entschließungsanträge. Ich rufe als erstes den Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN auf, Drucksache 19/1869 aus 19. Wer dem die Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, Grüne und FDP. Wer ist dagegen? Das ist DIE LINKE. Wer enthält sich? Das ist die SPD. Damit ist dieser Entschließungsantrag angenommen. Ich rufe auf den Dringlichen Entschließungsantrag von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP, Drucksache 19/2289 aus 19. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Und ich rufe als letztes den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/2294 aus 19 auf. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind SPD und LINKE. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion die FDP. Damit ist unter Nichtteilnahme von GRÜNEN und CDU bei Enthaltung der FDP dieser Antrag angenommen.